So. Wir begeben uns auf die Suche nach Jessica, weil die ja verschwunden ist. So, ein bisschen lauter. Perfekt. So, wo ist Jessica? Ist sie überhaupt noch in der Stadt? Wir wissen es nicht. Naja, warte kurz. Nun, ja, wenigstens haben wir geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Dulmegos gibt es nicht mehr. Aber warum um alles in der Welt haben die Prinzessin und König Strode noch nicht ihre wahre Gestalt zurück? Es war zwar eine Reise voller unerwarteter Entdeckungen, aber damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Und nun ist auch noch Jessica verschwunden. Es läuft wirklich nicht so besonders gut für uns, oder? Okay, ich schätze mal nicht, dass man hier lang muss. Wir gehen jetzt mal raus. Aus der Stadt. Weil es wäre unwahrscheinlich, dass sie in dieser Stadt bleiben würde, glaube ich zumindest. Ah, na, du auch wieder da? Ja, hab mir längere Zeit nicht mehr gespielt, aber hab dann angefangen wieder vor 2 Tagen zu spielen. Leider nicht so viel Zeit gehabt, wie ich mir gehofft habe und mir auch nicht so viel Zeit genommen, obwohl die Zeit da war. Es waren interessante 2 Wochen. So, Teleportation. Mal schauen, wo wir hin können, ne? Argonia waren wir schon. Herauszoomen. Ja, klar. Bei mir ist alles gut. Bei dir auch? Fuck, wohin muss ich nochmal? Teleportation. Gehen wir zu Baccara. So. Wir konnten ja vorher nicht in die Villa. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in die Villa rein können. Oh Gott, diese Struktur. So, wir gucken mal. Ja, ein bisschen Stress, aber sonst alles gut. Danke. Ja, Stress kenne ich. Alleine vorgestern, als ich gegen Dulmegos kämpfen musste. Die Tür ist verschlossen. Darf ich nicht rein? Dulmegos, wo habt ihr diesen Namen gehört? Seid ihr mit ihm verbündet, Banditen? Nein, wohl eher nicht. Entschuldigt, aber seit dem Einbruch in Goldings Villa sind wir alle ein wenig nervös. Hä, ich... eigentlich müssen doch jetzt die 2 Brüder wieder da sein, oder? Ich habe ja Dulmegos geklatscht. Was sagen die? Ist nur sein Gefühl, aber ich glaube nicht, dass wir Jessica an einem Ort, an dem wir schon einmal waren. Wie ich schon sagte, es ist nur sein Gefühl. Also fragt mich bitte nicht, wie ich drauf komme. Es ist eben so. Ich find's irgendwie cool, dass das Spiel subtil dir den Weg weiß. Nur hab's verpasst. Schade, war gestern zu lange wach. Habe die Blitzgarn geschaut. RIP. RIP im Sinne von, weil du müde bist? Oder RIP im Sinne von, weil die Blitzgarn nicht gut war? Weil ich muss ganz ehrlich sein. Bis auf StarCraft war ich nie ein großer Blizzard-Fan. Ich hab die immer schon. Also ich mochte die schon immer nicht. Ich weiß nicht, ich war immer so ein komisches Bauchgefühl. So, wo kann ich jetzt... Vielleicht in der Ödnis? Ich guck mal, ob ich in der Ödnis was finde. Das wird wieder eine lange Reise, ey. Diablo 4 und Overwatch 2. Ja, bin müde, brauchen Kaffee. Ja, okay. Ich habe Overwatch 1 gespielt. Ist okay. Diablo war nie mein Spiel. Ach, warte mal.
Ich habe was vollkommen vergessen. Ich habe ja was Cooles jetzt. Guck mal, lange nicht mehr gespielt und direkt vergessen, was ich kann. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ah, fuck, ich hab's vergessen. Was war das nochmal? Da! Benutzen! Yay! So, dann schauen wir doch mal. Da sind wir ja viel schneller unterwegs. Habe ich vollkommen vergessen. Oh mein Gott. Okay. Fliehen. Denn ich habe keine Jessica dabei. Mir fehlt der größte Teil vom AOE-Schaden. Kakte. Ist da was hinten? Da ist ein Feuergegner. Wir schauen mal. Aber die... Ja, nee, ich will die nicht fighten. Ohne Jessica nicht, ne? Jessica ist ein sehr wichtiger Bestandteil meines Teams. Warte. Sagen die hier vielleicht, ob wir die finden können? Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ich hätte eigentlich gehofft, mich noch ein bisschen länger in den trunkenen Erfolg des Sieges wiegen zu können. Die perfekte Ausrede für ein kleines Gelage ruiniert. Dank Jessica. Boah, Alter, dass der Jessica schlecht über Jessica redet. Holy shit. Und dabei habe ich gehofft, das mit ihr zusammen genießen zu können. Holy shit, Alter. Shots fired auf Jessica. The fuck is that? Ist das jetzt ein Teleporter? Wir gehen mal hoch. Ich glaube, das war ein Teleporter. Ja. Wir sind... okay, danke für nichts. So, wieder zurück. Und hoch mit dir. Hoch die Hände, Wochenende. Die Musik ist ein bisschen laut, Alter. Holy shit, der Rü. Und was sagt das Pferd? Nichts. Sehr schön. Ich wünschte, man könnte sich hier Hotkeys machen oder sowas ähnliches, denn... ich will nicht immer die ganze Zeit zu den Items gehen und die suchen. Geht bestimmt, oder? Weiß ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, das zu suchen. In der Ödnis ist auch nichts. Nö, tschüss. Ohne Jessica kein Level. Oh, da ist die Kiste. Ich muss jetzt gucken, wo die ist. Vielleicht ist sie... ja. Angelo hatte gesagt, dass sie nicht an einem Ort ist, wo wir schon mal waren. Heißt, ich muss einen komplett neuen Ort suchen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir hier irgendwas finden, aber scheint nicht zu sein. Ein Haufen Drachenkot. Nice. Rein mit dir, Protagonist. So. Und noch ein Teleporter. Okay. Keine Ahnung, was diese, das die Ödnis bringen soll. Bis jetzt haben wir rein gar nichts hier gefunden. Vielleicht ist es auch viel, sind wir auch viel zu früh da. Aber hier ist eine Kiste, nice. Irgendwann mal werden wir schauen, was das so bringt. Und wir bekommen, bitte nicht nochmal Code. Drachenschuppen, okay. Kurz mal gucken, was es ist. Ah, im Kessel sind... Transfer. Okay, bringt rein gar nichts. So, warte, erstmal auf die Karte gucken, wo wir noch nicht waren. So, wir waren jetzt auch hier unten. Ich könnte in den Süden. Oder in den Norden.
Ich gehe einmal in den Süden. Teleportation. Fuck, was war nochmal links? Ich glaube, es war... Baccarat, glaube ich. Ich habe halt wirklich... Dulmagus geklatscht, aber wo sind die Brüder, Mann? So, bin ich hier richtig? Ja, perfekt, hierhin wollte ich sogar. So, wir gehen einmal in den Süden, in der Hoffnung, dass wir was dort finden. Das ist ja immer noch dunkel, da fuck. Ich hab Dulmagus doch geklatscht. So, wir gehen uns erstmal in den Süden. Und Gegner. Oh Gott, die Hässlone. Tschüss. Ja, ja, ja. Was für eine schöne Reise, nur um Jessica zu suchen. Bäh. Gut. Sind wir schon mal auf dem richtigen Weg, ja, aber wir sind verdammt langsam. Da ist auch eine Insel. Waren wir hier drauf? Was ist das dort? Ach nee, da waren wir schon. Da waren wir schon. Oder? Das müsste doch eigentlich die... wenn wir mal... davon ausgehen, dass Dragon Quest die Weltkarte zu einer Kugel gemacht hat, müsste das doch eigentlich die Ruinen sein, weil wir dann dort wieder rauskommen würden. Aber das sieht auch nicht danach aus. Sieht aus wie eine Pyramide mit Palmen aus der Ferne. Theoretisch müssen wir da oben links wieder rauskommen, oder? Wir schauen mal. Obwohl, das sieht aus wie ein Berg jetzt, anstelle einer Pyramide. Oh, ein Abgrundtaucher, der sieht cool aus. Greifen wir an. Come on, Drachenhieb, Jengis. Fähigkeiten, Multischuss. Bong, bong, bong. Nice. 49 Schaden. Ordentlich. Aber down besser. 200 XP wahrscheinlich nur, oder? Ja, 255. Das ist schon solide. So, diese Insel. Die sieht man nicht auf der Map, okay. Oder ist sie einfach nur Deko? Weißt du, jetzt dumm, wenn die nur Deko wäre. Können wir ja drauf? Ja, an Land gehen. Vielleicht finden wir hier was. Oh. Eine nicht markierte Karte. Man. Oh, das greift mir natürlich an. Falkenhieb. Jengis, Fähigkeiten, Monstermancher. Fähigkeiten, Multischuss. Bong, bong, bong. Alle verfehlt. No, einmal getroffen, nice. Komm, Jengis, du triffst. Ach, come on. Ich könnte zwar Metallhieb machen, aber es macht nur 2 Schaden. Und Falkenhieb hat eine höhere Chance zu treffen. Jengis greift an und du machst wieder Multischuss.
Knister? Okay. Gut, gut, gut. Ich kann mich auf Angreifen fokussieren. Bong, bong, bong. Nice, zweimal getroffen. Zweimal verfehlt. Ach, come on. Geh down, du. Ich weiß jetzt schon, dass er abhauen wird. Ja, ich wusste es. Na, scheiße. Der hat mir so ordentlich XP eingegeben. Ah, oh, fuck. Hier. So, benutzen. Ja, passiert. Kann man nichts machen. Ist ja eine Glückssache, ob man den trifft oder nicht. Aber jetzt frage ich mich, was ich hier zu finden habe. Weil diese Karte ist... Ach, dieser Ort ist nicht auf der Karte markiert. Und ich schließe ihn auf und ich kriege... Brot? Ein Plan? What? What? Transfer. Wahrscheinlich schlechter als andere, aber... Ja, aber... schade. Ich hätte gehofft, dass das eine gute Waffe ist. Kann man hier landen? Nö. Wozu kann man dann hier hin? Ich bitte dich. Hier ist ja momentan nichts. Never mind. Das ist doch ein Ort... Wahrscheinlich ist das ein Ort zum Leveln. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist... kein Ort zum Leveln ist. Ich habe gerade eine Goldmine, glaube ich, gefunden. Wusstest du das, Dr. Mercy, vielleicht? Oder kannst du diesen Ort? Weil das ist echt, glaube ich, eine Goldmine hier. Der entkommt wahrscheinlich wieder, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Scheiße, come on. Darfst jetzt nicht abbauen. Einmal. Einmal will ich dich töten. Fuck. Scheiße. Okay. Also ist das hier wahrscheinlich eine Insel zum Leveln, aber... Ich bin noch nicht... Ich weiß nicht, ob das echt Glück war. Oder einfach nur... beabsichtigt vom Spiel. Wäre aber cool. Hier ist noch eine Kiste, nice. Und? Ah, nein, oh. Ein Imitator. Besiegen wir es mal. ...41 Schaden, ordentlich. Bong, bong. Wupp. Gut, 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 gut. Und down ist er. Gib mir dein Loot. Okay, kein Loot gegeben. Verstehe. Have a nice day. So. Überspringen. Und weiter geht's. Aber nur zwei Kisten und Metallschleime? Das ist... ein interessantes Konzept, weil ich würde schon gerne wissen, ob man da hoch kann, aber ich bezweifle es. Komm, einmal Metallschleim noch, bevor ich dann weitergehe. Ja, okay, das ist dann sicherlich eine Insel voller Metallschleime. Wir probieren unser Glück jetzt. Bong, bong, bong. Zweimal getroffen, kann ich mitleben. Nullmal getroffen, kann ich nicht mitleben. So. Nee, warte. Wir machen es jetzt anders. Metallhieb. Young, das greift an. Und du machst Multischuss wieder. Never mind. Er hatte keinen Bock auf uns. Ah, scheiße. Aber gut, zu wissen. Wir haben schon mal einen Ort zum Leveln gefunden. Aber jetzt müssen wir uns weiter auf Jessica, zu Jessica begeben. Oh, was für ein schöner Himmel. Was ist das? Okay. Dann begeben wir uns erstmal hier hin. Never mind. Erstmal, wenn wir aufgehalten. Igitt, Alter. Die will ich nicht bekämpfen. Alter. Sieht auch schon richtig riesig aus.
Was ist denn das? Irgendetwas ragt in den Himmel. Sieht aus wie ein Baum ohne Äste und obwohl jetzt, wenn ich es näher betrachte, sieht eher aus wie so ein sehr, sehr spitzer Berg. Riesenkrake. Come on, bekämpfen wir die. Und Bonk. Ordentlich Schaden. Und ordentlich tanky. Und ordentlich Schaden auch noch. Oh shit. What? Die greifen viermal? Boah, die sind. Okay, die haben ziemlich viel HP. Und die sind mega fast. Oh shit. Oh mein Gott. Wir sollten schnell jemanden töten. Jengis greift ihn auch an. Zauber, Vollheilung. Jengis. Boah, Alter, sind die tanky. Und jetzt muss ich den Protagonisten noch heilen. What the hell? Ohne Jiskas ist schon scheiße, Okay, Heilrunde. Oh Gott. Nein, wir fliehen. Ich kann es nicht riskieren. Und wir entkommen nicht. Ja, das war's. Tschüss. Dieser hat stärker als erwartet. Fliehen. Wir kamen weg, nice. Boah, Alter, was sind das denn für Gegner? Mir fehlt der AOE-Schaden mit Jessica. Neue Chance. Nice. Vollheilung, dich selbst. Vollheilung. Mittelheilung. Das war jetzt unschön. Hätte ich doch nur Jessica mit ihren schönen AOE angegriffen. Sind wir hier richtig? Ja. Gibt es hier vielleicht was auf dieser kleinen Insel? Anscheinend. Oder bin ich jetzt auch an einem... Ne, ich bin hier. Du entkommst mir nicht. Ich weiß nicht, wie stark du bist, aber wir fighten dich jetzt. Mächtige Meduse. Jengis greift an. Fähigkeiten. Multischuss. Beschleunigung, okay. 169, holy shit, das ist nicht mal wenig. Okay, die kann jetzt die ganze Zeit dodgen, ne? Alles andere als schön. Oh mein Gott, aber Jengis ist zerstört. Nice. Silbermonstermütze, okay. So, ist sie gut? Ist sie gut für... Warte, ich guck mal kurz. Ja, ich weiß, dass ich die maximale Anzahl erreicht habe. Obwohl, sie ist besser als Schlingel anscheinend. Ja, und tauschen. Das war's? Mehr gibt's hier nicht? Ist es deren Ernst? Oh, shit. Giftzombies. Ich habe keinen Bock auf Vergiftungen. Das ist mir zu viel. Ohne AOE, ohne mich. Hier gibt's nur diese Katzen, aber nicht mal eine Truhe oder so. Wie scheiße ist das denn? Okay, wieder zum Schiff. Nö, Königsschleime können mich mal. Und wieder zum Schiff. Und du hast nichts zu sagen, toll. Oh mein Gott, nö. Tschüss. Und zurück zum Schiff.
Und irgendwo hier Land anlegen. Nur wird das ein bisschen schwer. Ich muss jetzt mal suchen, wo man Land anlegen kann. Ich vermute mal... Oh, Leute, erstmal Gegner. Abscheulicher Anker. Lol. Tschüss. Ich vermute mal, dass man da an diesem Fluss-See Anker legen kann. Was, das ist es schon? Das ist ein Wasserfall. Da fuck. Ich muss jetzt irgendwo einen Ort finden, wo ich Anker legen kann. Tschüss. Kann ich hier nirgendwo Anker legen? Das sieht aus wie so eine natürliche Burg. Also eine Naturburg, die einfach von hohen Klippen verteidigt wird. Alter. Nö. Ich will doch nur Anker legen. Und tschüss. Ja, lauf, lauf, lauf. Wir können irgendwann mal rechts gucken, was hier zu finden ist. Aber erstmal will ich hier hoch. Mir kann auch keiner sagen, dass man nicht hier hin kann. Ich habe das ganze Gebiet jetzt fast einmal umrundet. Ah. Wahrscheinlich kommt man nur mit irgendeinem Flugobjekt oder so dahin. Tschüss. Ja, oh, obwohl. Ja, aber man schafft schon. Hier geht's ein bisschen flacher. Man weiß aber nie, ne? Vielleicht kann man hier irgendwie hoch. Da ist es flach. Obwohl, ne, das war die Insel. Nevermind. Wir geben es erstmal auf. Wir begeben uns jetzt zur Insel vor uns. Oder zum Gebiet vor uns. Etwas zu sehen, ein Gebäude. Wir schauen, ob wir hier was finden. Aber es kann doch nicht so weit weg sein, Ola. Ich kann mir doch nicht sagen, dass sie von Argonia so weit weggekommen ist, über das ganze Meer. Die muss doch irgendwo wahrscheinlich auch auf dem Kontinent sein. Ja. So, und Skipperino. Und rennen, mein Junge. Oh ja, das sieht cool aus. Und Gegner. Nö. Tschüss. Da. So, kommen wir hier irgendwie zur Stadt? Kommt man hier irgendwie hier runter? Da. So,
Und jetzt schauen wir mal hier nach. Upsala. So. Schon gehört, dem gemeinen Volk ist es nicht gestattet, zur Göttinnenstatue um Erlösung zu beten. Nur Monarchen und Aristokraten haben das Recht, hineinzugehen und direkt zu ihr zu beten. Ich schätze, dass Leute von ihrem Schlag dringender Erlösung brauchen als Normalsterbliche. Okay. Ja gut. Gibt's denn irgendwo, wo ich mir Waffen kaufen kann? Rechts. Rüstung. Zeig mir deine Rüstung, Boy. Ne. Das wäre interessant. Das wäre auch not bad. Aber nicht gut genug. Das wäre gut. Ne. Bis jetzt nichts Interessantes. Und dann die Waffen, bitte. Hast du gute Waffen? Nö. Traumklinge. Gelegentlich betäubt. Nö. Aber mir kann man nicht sagen, dass sie hier sind oder so. Kannst du mir was sagen? Die riesige Statue der Göttin war offenbar bereits lange vor ihrer Gründung in der Stadt hier. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie irgendjemand hier... Oh ne, das kann jetzt nicht sein. Ich suche jetzt die ganze im Kreis. Ich gehe zurück nach... Warte, Neos heißt dieser Ort, okay. Wir gehen jetzt aber kurz zurück zu Argonia, weil es kann doch nicht sein, dass sie weit weggekommen ist. Die müsste auch irgendwo dort in der Nähe sein. Das war ein cooles Vergnügen, ja. Wir müssen Jessica sofort suchen. Ich hatte ganz vergessen, dass sie mein kostbares Scepter in Verwahrung hatte. Ohne das kann ich meinen Vorfahren da oben nicht mehr in die Augen sehen. Was redest du denn da, Großvätterchen? Der alte Stock gehört von rechts wegen in ein Museum. Nicht um den müssen wir uns Sorgen machen, sondern um Jessica. Wenn Jessica einfach die Nase voll und uns voll hat und beschlossen hat, sich lieber abzusetzen, werde ich ihr nicht hinterherlaufen. Aber wenn sie irgendwie in der Patsche sitzt, werde ich tun, was ich nur tun kann, um ihr zu helfen. Oh, Ehrenmann. So, jetzt gehen wir davon aus. Wohin kann man? Man kann theoretisch nur nach links, also nach Westen oder nach Norden. Wir machen mal... die Scheiße hier. Alter, also, halbe Stunde lang suche ich jetzt die ganze Zeit. Weg damit. Und Magie. Heilige Schutzaura. Ups, heilige Schutzaura. Und wir rennen. Auf in den Westen. Die kann nicht so weit weg sein. Wo ist sie denn? So. Wir können mal im See einmal schauen. Hier lang. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich verstehe. Ah, bitte lass mich doch heute irgendwas erreichen. Okay, kannst du mir was sagen? In der Wüste im Süden gibt es keine Städte oder Dörfer. Aber mitten im Nacht stolpert man auf einmal schwupps über dieses Riesendrachenskelett. Kommst du, dass da mal solche gewaltigen Biester herumgelaufen sind? Ja.
Sein die. Ah, nein, die können ja nicht mit mir reden, während ich auf dem Tier, auf dem Säbelzahntiger reite. Ich gehe mal davon aus, dass sie in den Westen gegangen ist. Ich werde das Spiel so gut wie möglich ohne Guides spielen, aber es macht es einem nicht einfach. Das war ja der Art mit den Säbelzahntigern, ja. Warte, nee. Wir müssen jetzt anders machen. Wir teleportieren jetzt wieder zu Baraka und sprechen mal die Leute dort an. Wenn ihr hier nichts, obwohl. Es wurde ja sowieso gesagt, dass der die nicht hier sein kann. Ich bin von Argonia hergekommen, das ist ein Königreich südöstlich von dir. Na, okay, die hat nichts zu sagen. Wo kann ich denn noch hin? Teleportation. Argonia Nias. Ja, hier kurz raus. Ich habe noch eine Idee. Warte, nee, das wollte ich nicht, sondern erstmal das hier. Also okay, das muss eine neue Stadt sein. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Wir müssen jetzt irgendwie es wagen und gucken, ob wir was finden können. Ich schätze mal, dass sie dann doch vielleicht woanders ist. Vielleicht in einem neuen Kontinent. Ja, Schutz Aura ist scheißegal. So. Wenn man jetzt hier lang geht. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier lang gegangen ist. Was ist das? Fliehen. Wo ist jetzt Jessica? Ich muss überlegen. Wo war ich noch nicht? Wo war ich noch nicht? Ich war halt an vielen Orten nicht, aber die kann doch nicht mega weit weg sein. Die muss doch hier irgendwo sein. Ja, das ist die Kapelle. Oder die Kirche? Was ist denn da oben? Sieht ein bisschen buggy aus. Tschüss. Das ist eine Stadt, okay. Da war ich anscheinend noch. Das ist nicht auf der Karte markiert. Aber wie komme ich dahin? Okay, ich vermute mal, dass sie vielleicht hier sein kann, weil das ist ja noch auf dem Kontinent. Nur wie zur Hölle komme ich dahin? Da ist anscheinend ein Weg. Einen Moment. Das rot markierte. Kann ich mich teleportieren?
Das war doch das königliche Jagdrevier, oder? Ich hoffe es mal, was war ja rot. Und wir sind. Ja, perfekt. Dann gehen wir mal den Weg entlang. Ich glaube, das könnte uns auch zur richtigen Stelle führen. Fuck. Nicht so schnell. So, benutzen. So, und direkt dein Schutzaura wieder, damit wir nicht unterbrochen werden. Let's go. Ja, let's go. Flieg wie der Wind. So, wir gehen mal zu dieser Stadt hin. Das müsste ja hoffentlich der richtige Weg sein. Huch, wieso bist du da? Ja, guck mal, ich erinnere mich nicht an diesen Ort. Da ist auch ein Königsschleim, den greifen wir auch direkt an. Komm her! Schleimschöpfer, okay. Falkenhieb, irgendwas greift an, Fähigkeit, Multischuss. Bong, bong, bong. Oh, der ist ein bisschen tanky. 69, nice. Ich muss jetzt down gehen in der Runde. Nevermind, der ist tankier als erwartet. Multiheiler. 80 HP geheilt. Nicht so schön. Und gib mir das hier. Mann, Mann, Mann. Immerhin ist er tanky. Könnten wir vielleicht gut gebrauchen am Team. Alter, hör doch auf, dich zu heilen. 90 sogar. Übertreib. Jetzt, endlich. Down. Ja. Goldmonstermünze und erhebt sich wieder. Ja. Der ist halt tanky. Suse sollten wir vielleicht wegpacken. Einsame Ede. Der macht schon ordentlich Schaden. Ja, Suse ist gone. Wir haben bald unser Team ready. Und können dann vielleicht weitermachen. So, weiter geht's. Da ist die Stadt. Wieso habe ich diese Stadt nicht bemerkt? Bin ich retarded? Ja, hat nachgelassen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen weiterkommen. Wir gucken erstmal hier nach. Ob hier was zu finden ist. Eventuell. Oh. Ghule. Nö. Tschüss. Aber ich glaube, ich bin diesmal auf dem richtigen Weg. Ich sollte mal Jengas heilen. Man weiß nie. So. Das ist eine Kiste. Die habe ich aus dem Augenwinkel erkannt. Öffne diese Kiste. Weisheitssamen. Okay. Man kann ja nicht hier umsonst hoch, oder? Doch. Toll. Ist hier was? Nö. Komm, das muss der Weg sein. Das muss der richtige Weg sein. Hupsala. Ah, nein. Oh. Mal neue Gegner. Tschüss. Wahrscheinlich bin ich jetzt unterlevelt, weil ich
lange ich gekämpft habe. Alter, wie kommt man hier wieder runter? Da. Aber ja, jetzt gehen wir zur Stadt. Nicht mehr lange. Geht's hier lang? Ja. Sprinte, mein Junge, sprinte. Wir sind fast da. Nö. Tschüss. Aha, hier ist was. Was steht hier auf dem Zettel? So. Es scheint eine Art Notiz zu sein. Ich hatte eh schon die Nase voll vom Patrouillendienst an der Grenze, aber vor kurzem tauchte dann auch noch diese komische Frau aus dem Nichts auf und wollte mich mit einem Zepter umbringen. Wir haben sie gefunden. Und warum sie ihn umbringen wollte, keine Ahnung. Mir reicht's, ich bin weg, versucht erst gar nicht mich zu finden. Perfekt, wir haben, glaube ich, Jessica gefunden. Nach 45 Minuten, nice. Ui. Nö, tschüss. Endlich haben wir Jessica. Zumindest hoffe ich das. Das hier ist Arcadia. Hier gibt es sehr viele Steinmetze. Schaut euch nur um, dann werdet ihr schon sehen. Danke für diese Info. Ich habe gesehen, wie sie es getan hat. Das Mädchen, das den südlichen Kontrollpunkt durchbrochen hat, ist hierher gekommen. Sie wird mir nicht entkommen. Sie hat eine ganze Menge Leute verletzt. Wo ist sie hin? Oh, okay. Ist sie vielleicht verrückt geworden? Das klingt nicht natürlich für Jessica. Was ist denn los? Ich habe Angst. Okay. Wenn ich mich nicht schwer irre, war das einer von Dominikos Wachleuten. Ich habe seine Stimme erkannt. Das bedeutet, was immer hier auch geschieht, es geschieht dort oben. Dominico wohnt in dem großen, umzäunten Haus hier drüben. Okay. Wir zögern nicht lange. Wir gehen zu Jessica. Okay, hier geht's nicht lang, sondern hier lang. Warte, kann ich noch einmal mich... Ne, das Inn ist oben. Okay, dann müssen wir... Einmal nach hoch. Sie hat mich überrumpelt. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber tschüss. Upsala. Oh, hier liegt ja auch einer. Sie hat mich mit einem einzigen Zauber paralysiert. David ist oben, aber allein hat er keine Chance gegen dieses Mädchen. Bitte hilft ihm, gegen sie anzukämpfen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich werde erstmal kurz... Bonk. Bonk. Wundermittel. Zauberwasser und das. Und dann nochmal hier nachgucken. Nichts gefunden. Mit dem Titel der Zauberer und sein Stab. Vor langer Zeit... Lange Zeit lebte einst ein Zauberer, der alle Zauberstäbe sammelte, die er nur finden konnte. So besaß der alte Zauberer sogar einen Stab, der Feuerkugeln schleudern konnte, und einen Stab, der ihn vor Schaden schützte. Doch er war es immer noch nicht zufrieden, was? Eines Tages steckte der Zauberer zwei seiner mächtigsten Stäbe in den Alchemiekessel, um so einen noch mächtigeren Stab zu erschaffen. Doch kaum hatte er das getan, wollte auf einmal keine einzige seiner Zauberkräfte mehr gehorchen. Er hatte tatsächlich einen mächtigen Stab erschaffen. Zu seinem Unglück aber war es ein Zauberstab, der einem alle Zauberkräfte nahm. Okay. Stab der Antimagie. Ein Feuerstab und ein Schutzstab. Okay. Bonk. Bonk. So. The fuck. Don't come any closer. I don't know who you are, but I won't let you hurt Master Dominico. What are you mumbling about, David?
What could you possibly do to protect me? You useless good for nothing. Move! Ah! Of course, Master. Listen to me, girl. I am Domenico, the great magician. I presume you have come for me. Well, I regret to inform you that I knew you were coming. I foretold this encounter. Consequently, I have already mastered the spell necessary to eliminate a pesky little wand waver like you. So, away with you. Go back to where you came from. Alakazam! Such a pity. Such a pity. You can't see how useless your feeble enchantments are against the might of this scepter. Already it has claimed the lives of 4 heirs. What? Enough of your trickery. Nothing can resist my magic. Alakazam! It is time to end this now. Watching you struggle on in vain is just too pitiful. What's this? Well, you were quicker than I expected. Well, it seems your pathetic circle has helped you after all. If it hadn't bought you some time, you'd already be dead. Don't worry, you're safe. For now. I'm not in the mood to take you all on at once. I just haven't got it in me. If I were you, I'd prepare a more sturdy defense for our next meeting. And perhaps a shroud! That was a narrow escape. Master Domenico, are you hurt? Get off me! You disgusting piece of filth! This isn't a chance for you to wheedle your way into my good books. I wasn't trying to. I just... Enough! Go and give Sir Leopold his dinner. Can't you see I have business to attend to? Of course, Master. You. It seems I am indebted to you. Come. Interessant. Dass Jessica sich anscheinend verwandelt hat oder von irgendwas beeinflusst wird. Die Wunderwelt der Alchemie. In der Alchemieblume namens Heilige Nasche. Ja, komm, wir skippen das mal. Für den Alchemiekessel. Glänzende Rüstung, Zombiepanzer, Heilige Nasche. Okay. Mhm. Okay. Gibt's hier noch was? Nö. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich nehme an, dass ihr wisst, wer ich bin. Ihr habt doch sicher schon vom großen Magier Domenico gehört, oder? Was für eine Ehre für euch, dass ihr mir helfen durftet. Was für ein Glück ihr doch habt.
Ich möchte euch bitten, auf die Formalitäten zu verzichten und mich einfach Meister Domenico zu nennen. Nun gut, dieses stabwedelnde Missstück. Sie hat mir ihre Rückkehr gedroht, nicht wahr? Nur selbst der Groß Domenico kann keine mächtigere magische Barriere herbeizaubern als diejenigen, die ich bereits errichtet hatte. Obgleich ich euch bereits für eure Hilfe gedankt habe, wird euch nun die große Ehre zuteil, einen kleinen Botengang für mich zu erledigen. Das werdet ihr doch tun, oder? Ja, klar. Gut, in dieser Stadt lebt seit langem eine Steinmetzfamilie namens Krenbartel. Es gibt zwei Edelsteine, die Krenspinelle, die sich bereits seit vielen Generationen im Besitz dieser Familie befindet. Die Edelsteine haben enorme magische Kräfte. Ich habe sie bereits zuvor gebeten, mir die Krenbartel. Ich habe sie bereits zuvor gebeten, mir die Edelsteine zu überlassen, aber der letzte Krenbartel war ein sturer alter Narr. Er wollte einfach nicht mit sich reden lassen. Eure Aufgabe steht lediglich darin, die Familie Krenbartel davon zu überzeugen, dass sie die Krenspinelle aushändigen soll. Wie stur sie auch immer sein mögen, ich bin mir sicher, dass sie eine aufrichtige Bitte nicht abschlagen können. Wie denn auch sei, welche Methoden ihr verwendet, liegt ganz bei euch. Ich interessiere mich nur für das Ergebnis. Ohne diese Edelsteine kann ich keine Barriere errichten, mit der ich diese lästige, stabwedelnde Vibe aufhalten kann. Beeilt euch also. Oh, wie dumm von euch, mich nicht direkt zu fragen. Die Krenbartels wohnen in einem kleinen Häuschen direkt unterhalb des Springbrunnens im Innenhof. Unterhalb des Springbrunnens, okay. Und finden wir hier was? Zauberstab. Ne. Und wieder raus. Hoch die Hände, Wochenende. Was hast du mir zu sagen? Gleich nachdem David rausgekommen ist und den Leuten gesagt hat, dass der Angreifer fortgelaufen ist, sind alle abgehauen. Fast so, als hätte man sich eine Badewanne Stöpsel rausgezogen. Es hat sie eigentlich gar nicht interessiert, was wirklich los war. Sie wollte alle nur bei dem Gebrüll und Geschrei dabei sein. Okay. Die Krähenspinner, so heißen die doch. Dann müssen wir wohl weiterziehen und versuchen, die Dinge aufzutreiben, wenn Domenico sie braucht. Was sollen wir sonst machen? Schließlich ist er momentan unsere einzige Verbindung zu Jessica. Jo. Das stimmt. Kann man ja durch? Ja, kann man. Oh. Quarash und willkommen in der Geheimniskämmerei. Ach. 2000 Goldmünzen pro Stück? Nein. Ich weiß nicht mehr, was... Ich weiß nicht mehr, was es sein sollte. Mystische Mixtur. Okay. Kann man hier durch? Niemand ist hier, da mach ich alles kaputt. Oh, da ist jemand am Pennen. Mit jemand meine ich zwei. Na. Nichts. Nichts. Bonk. Bonk. Huch, da hat irgendwas aufgeblitzt. Kann man hier irgendwie was anfassen? Und dich? Hey, halt, er wacht sonst auf. Ha-pü, okay. Kann ich hier rein? Nö. Na dann. Weiter geht's. Wir schauen uns jetzt mal alles an. Oh, hier kann man speichern. Ich glaube, es ist auch nötig nach der
ganzen Reise. Speicher. Ja. Nice. Fortsetzen. Einmal hier raus. Wo ist der Brunnen? Ich schätze mal da oben, oder? Schauen wir mal nach. Da ist das Inn. Und da ist eine interessante Gestalt. Hapü. Ach, ist das nicht dieser eine von Jessicas Lovern? I don't know. Alle am Pennen, da füg. Was pennen die? Was erlauben die sich? Klar, es war alles. Mantel des Meides, okay. Nix. Aufwachen, bumm. Ein Großteil der Statuen überall auf der Welt wurden in Arcadia hergestellt. Es macht einen wirklich stolz, hier zu leben. Obwohl es auch ein wenig langweilig ist. Ja, verständlich. Bonk. Und Bonk. Hey, Mini-Medaille, nice. Wir müssen mal zur Steinmetzfamilie dann. Aber wo ist der Brunnen? Werden wir später. Oh, es ist Tag geworden. Ich könnte ja mal später dann die Waffen mir anschauen. So. Obwohl, wahrscheinlich gehen wir weiter, oder? Wir sind dann wahrscheinlich außerhalb der Stadt. Ja. Definitiv außerhalb der Stadt, das wollen wir noch nicht. Aber immerhin sind wir jetzt auf einem neuen Kontinent. Aber wir gehen zurück. Mal gucken, ob die uns jetzt was verkaufen können, nachdem die alle wach geworden sind. Aha. Was bietest du mir an? Schwertbrecher? Was die... Was? Wieso kann es niemand? Hä? Okay. Oh, Bastardschwert, aber ist viel zu teuer. Höllensense, nö. Aber wie? Hm. Wieso kann es niemand benutzen? Kann es Jessica benutzen? I don't know. Ja, zeig mir, was du hast. Zauberbikini, das ist sowas von für Youngest. Angelo, ja. Ja, okay. Wie schauen wir nochmal rein, wenn Jessica wieder in der Truppe ist? Und zurück. Wir sind jetzt zu der Familie. Ah, ah, ah. Unterhalb des Brunnens waren die. Hier. Ist kein Brunnen, aber ja. Wir schauen mal links und rechts rein. Kaputt. 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 Viele kommen hierher, um das Steinmetzhandwerk zu erlernen, und alle haben andere Ziele. Einige möchten weltberühmte Bildhauer werden und in einem Schloss arbeiten. Andere macht es einfach nur Spaß, den Stein zu bearbeiten. Die verschiedenen Hoffnungen und Träume all dieser Menschen haben im Laufe der Jahre das Arcadia geformt, das ihr heute vor euch seht.
Die Stadt ist also fast so eine Art Kunstwerk, könnte man sagen. Nix. Aha. Sommerausgabe der Zeitschrift Der kleine Waffenfreund. Ja, ja. Neues Rezept für Alchemiekiste. Zombie-Töter. Ich habe doch einen Zombie-Töter. Oder? Oder Zombie-Spalter. I don't know. Und Bonk. Hey, Drachenkot. Nice. Nice. Und hier war nichts. Toll. Ich will nur... Hä? Ich will nur zur Familie. Lass sie schenke. Ah, jetzt kann ich in zwei Gebäude ran. Bist du es? Habt ihr den großen schwarzen Hund Dominikus gesehen? Er heißt Leopold. Nein, was sag ich denn da? Sir Leopold natürlich, ein gruseliger Köter, wenn ihr mich fragt. Wirklich ein gefälschtes Biest, ich sage euch. Dominikus kann nicht mehr ganz richtig im Kopf sein, wenn er dieses Vieh als niedlich bezeichnet. Nix. Und neues Rezept. Dunkle Versuchung. Die Versuchung der kleinen Seite kann fürchterlich sein. Bla bla bla. Die gleiche Wirkung haben Teufels Schwanz und Fledermausflügel auf heilige Waffen. Die Versuchung ist wahrlich ein gefährliches Ding. Ja. Himmelswaffe und Teufelsschwanz plus Fledermausflügel. Okay. Huflein. Mini-Medaille. Nichts. Und kannst du mir was sagen? Die fertigen Statuen bringen mehr? Na, 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 sehr großer Magier. Warum? Ich weiß nicht, weil es eine Art Tradition ist, glaube ich. Okay. Da, da, da. Oh, hier geht's runter. Zwei Räume wieder. Niemand ist hier. Auch nichts. Und neues Rezept. Der Beherrscher der Ringe, ja. Der Ring der Ringe, Anti-Lähmungsring plus Anti-Illusionsring plus Gegengiftring. Okay. Und was ist hier? Häschenschwanz, so das nee. Noch ein Rezept. Nö, ein Tagebuch, wofür ich keine Zeit habe, die zu lesen. Denn ich will auch ein paar Fortschritte machen. Ich muss diese scheiß Familie finden. Warte, kam ich hier? Ich habe doch als erstes rechts. Genau. Wir fangen mal unten an. Oh, das sieht mal nach einer wichtigen Person aus. Ich kam schon als Junge hierher, um das Steinmetzhandwerk zu erlernen. Und dann wurde ich oberster Steinmetz eines ganzen Königreichs. Aber vor ein paar Jahren habe ich mich entschieden, diese Arbeit aufzugeben. Ich bin hierher zurückgekehrt, um der nächsten Generation junger Steinmetze zu helfen. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen, wenn ihr möchtet. Die ist ein wenig lang, aber vielleicht wollt ihr sie trotzdem hören. Also, dann fange ich mal an. Als Junge galt ich im Umgang mit Hammer und Meißel als Genie, aber es gab da einen Jungen, mit dem ich einfach nicht mithalten konnte. Er hieß Rydon. Er stammte aus der Familie Krähenbartel. Natürlich ist er jetzt ein alter Chaos wie ich. Jeder Generation der Familie Krähenbartel scheint ein weiterer talentierter Steinmetz zu entsteigen. Und Rydon war einer der allerbesten. Aber vom ersten Moment an, als er Hammer und Meißel in die Hand nahm, saß ihm das Erbe seiner Familie im Nacken. Er befürchtete ständig, dass dem glanzvollen Ruf seiner meisterhaften Steinmetzvorfahren nicht gerecht werden zu können. Wie man mir erzählt hat, wurde auch die Göttinnenstatue auf der heiligen Insel Neos von einem Krähenbartel geschaffen.
Raidon meistert jetzt immer noch und versucht seine Vorfahren zu übertrumpfen, die solch große Dinge vollbracht haben. Und da ist meine Geschichte. Es sieht ganz so aus, als hätte mich der alte Raidon in Sachen Fertigkeit und Entschlossenheit übertroffen, was? Ja, okay, aber wo ist er jetzt? Und was findet man hier? Wie finde ich die richtige Rüstung? Entdeckt ein neues Rezept. Tänzerpartner, Silberpanzer plus Fragezeichen, Fragezeichen, bla 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 plus Fragezeichen, Fragezeichen. Flagge. Hierauf kann ich nicht zugreifen, okay. Dann Bonk. Bonk. Huch. Giftmottenmesser, okay. Ja, okay. Und ich habe hier was. Die dunkle Messe. Bla bla bla. Ja. Dunkle Robe, magische Kleider und Teufelsschwanz und Fledermausflügel. Okay. Hermeshut. Ein leichter Hut, etwas Geflügeltes. Okay. Ah, wieso finde ich jetzt nicht die dumme Familie? Der sagt im Stadtinneren. Hallo? Danke. Im Stadtinneren an einem Brunnen. Dieser Dominik, irgendwas an den Typen ist vor, wenn du mich fragst. Aber die Entscheidung liegt bei dir, Chef. Wenn du meinst, wir sollten nur tun, was er sagt, dann stehe ich voll und ganz bei dir. Die Krähenspinellen, so heißen die doch, oder? Dann müssen wir wohl weiterziehen und versuchen, die Dinger aufzutreiben. Ja. Okay, nix. Ich geh mal kurz nochmal den Boy fragen. Wo die wohnen. Uff, Dragon Quest 8. Ich glaube, ich sollte das auch nochmal durchsuchen. Ja, definitiv, Wurstwässerchen. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte damals nie die Chance gehabt, das zu spielen. Weil ich als kleiner Bub... Zwar hatte ich das Geld, aber geizig. Ah, nicht geizig, sondern ich hatte Angst, Geld auszugeben. Und habe dann die meisten großartigen Dragon Quest oder generell die großartigen PlayStation 2 Spiele nicht mitbekommen. Aber da ich jetzt arbeite und mehr Geld zur Verfügung habe, da ich jetzt mehr Geld habe, aber weniger Zeit, versuche ich jetzt ein paar Dinge aus meiner Kindheit nachzuholen. Und Dragon Quest 8 war definitiv Pflicht. Aber ich hol's mir für den 3DS, dann oder fürs Handy. Ich habe beide. Für PS2 und 3DS. Ich würde dir eventuell beide empfehlen. So, wo sind die nochmal? Also zurück und dann nach eurem Gesicht zu urteilen, ohne die Krähenspinelle. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir wissen schließlich nicht. Ich kenne jetzt noch einmal, falls ich es vergessen habe. Das Haus der Krähen befindet sich direkt unterhalb des Springbrunnens im Innenhof. Springbrunnen, ja, okay. Oder meint er diesen Innenhof? Aber ja, ich kann es dir nur empfehlen. Für den 3DS, weil ich glaube, das hat mehr Content. Das werde ich auch noch irgendwann spielen. Ach, hier ist der Springbrunnen, okay. Oh. Here you are, Leopold. Dinner time. I'll leave it here for you. I'm sorry. Have I done something to upset you? Please, I'm truly sorry. Oh, it's you. Thanks for what you did before. It's because of you the Master Domenico is safe. Are you on your travels by any chance? I thought so. I could tell. I was traveling around the world myself until about 6 months ago. Yeah, it'll be 6 months ago now. When I got here, I was penniless and so hungry I collapsed. But Master Domenico helped me.
Ja, aber soweit ich weiß, ist die 3DS-Version wohl erweitert worden und das hat zwei weitere Charaktere, die man spielen kann. Deswegen werde ich es auch irgendwann mal spielen. He said he'd let me work for him here at his house. I was so grateful. He can be a bit overbearing at times, but in his heart, he's a truly kind man. So, wir sind jetzt im Innenhof und wo ist hier ein Gebäude? Ich sehe hier nichts. Oder, hä? Oder meint der vielleicht... Kann ich das hier überhaupt öffnen? Nö. Im Innenhof am Springbrunnen. Wir sind hier. Meint er sein eigen... Oder das hier? Warte. Meint ihr das kleine Gebäude? Wenn ja, packe ich mich an den Kopf und sage wow. Ja, das ist das Haus der Familie Krenball. Oh mein Gott, ja, das war die ganze Zeit hier, ich Idiot. Wer seid ihr? Ihr sucht die Krähenspinelle? Ich fürchte, da müsst ihr meinen Vater fragen, aber er ist nicht da. Er baut einen Turm nördlich der Stadt. Ihr braucht dies, wenn ihr hineingehen möchtet, um ihn zu sehen. Steinschwert, okay. Steckt das Schwert ins Schlüsselloch der Turmtür, damit sie sich öffnet. Mein Vater heißt Rhydon. Wenn ihr es schafft, mit ihm zu sprechen, könnt ihr mal ihn dann bitten, ab und zu bei seiner Familie vorbeizuschauen. Okay. Lederkleid. Okay. Schnell nochmal alles hier looten. Kann ich das hier öffnen? Nö. Nö, nichts Besonderes. Das war's und tschüss. So. Ja, ich glaube, ich sollte mal einmal rasten hier. Und dann nördlich, hat er gesagt, ne? Nördlich von dieser Stadt ist ein Turm. Welches Schwert nutzt du eigentlich an der Stelle schon? Ich habe momentan jetzt für den Protagonisten den Zombie-Spalter, weil es momentan das stärkste Schwert, was ich habe. Ich habe halt vor kurzem Stahlbreitschwert gefunden, aber nicht so stark. Ja, einmal bitte rasten, please. Ja, ich will rasten. Oh, I'm human again. And I can see your face. Is this a dream? It must be. Can you hear my voice? I have to admit to being a little glum. I thought the curse would be lifted after you defeated Dulmagus. And now Jessica's gone too. I wonder where she could be. Do you think this has anything to do with the curse? I'll be praying for her safe return. Okay. So, ab in den Norden. Ab in den Norden. So, der Sunni. So, my fellow Säbelzahntiger, let's go. Bonk. Hä? Wir greifen nicht mal, weil du jetzt gerade schön vor mir standst. Der Giftschütze, okay. Multischuss.
Nice Schaden. Boah, der macht auch Schaden. Ist nicht mal so squishy, lol. Und nehmen wir sie wieder zurück. Alter, warum fokust er den? Stirb! Bonk! Nice! Drum. 83 nur? Er steht jetzt wieder auf. Ah. Er hat viel HP, aber ist er stark? Andere. Ja, definitiv stärker als einsamer Ede. Ja, nehmen wir mit. Und wir müssen aber jetzt erstmal Angelo heilen. Oder Angelo. So, endlich in einem neuen Kontinent. ja. Gibt's hier was? Nö. Weiter geht's. Die Hüftschwinger, ich mag die irgendwie. Game you XP? I don't know. Let's try. Schaden machen die auf jeden Fall. Ui. Ui, ui, ui. The moves. Nice. So und das hier. Oh gut, ich dachte schon. Ah, wahrscheinlich geben die nur so 400, 500 XP oder so. Maximum. Mir fehlt echt Jessica. Gut, dass es schon angegriffen hat. Nice. Und da eine Sache. 465, okay. Ist eigentlich nicht mal so bad, aber ich wünsche mir schon so Tausender pro Fight jetzt, weil wir sind jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, wo wir nicht mehr so viel. Nicht mehr so wenig XP für ein Level-Up brauchen. So, laufe ich wohl in die richtige Richtung? Ja, das tue ich. Da. Huch, nicht hier hoch, sondern hier runter. Na, so. Rechts ist der Turm und links geht's weiter. Dann nach rechts. Das ist ein interessanter Turm. Und... Nee, die Trolle sind langweilig und geben nicht genug XP. Tschüss. Nice. Wir sind da. Wer drin etwas zu erledigen hat, sollte das Steinschwert in die Öffnung in der Tür stecken. Ah, jetzt muss ich das ja noch aus dem Inventar holen. Benutzen. Uiuiui. Nett, nett. Eine Karte von Rhydons Turm. Okay. Upsa. Gibt's hier was? Oh, ja, hier gibt es Gegner. Ork-Könige. Wir kommen, wir fighten mal, um ein bisschen XP zu bekommen. Multischuss. Lol. Direkt geheilt. Dafür. Wow.
squishy sind die schon mal nicht. Never mind, die sind schon tot. Multischuss. Bom, bom, bom. Okay, das sollte erstmal reichen und besiege jetzt alle. Fähigkeiten und Cherubim-Pfeil. Let's go. 4 Mana. Zurück. Ne, 3 nur? Was? Okay. Nice. Und jetzt müsste der sterben. Nice. 538. Nicht so großartig, aber ich fand irgendwie die dunklen Ruinen anstrengender und die haben weniger XP gegeben. Hier scheint nichts zu sein. Ne. Dann gehen wir hoch. Eisenkäfer, Lül. Nice, tschüss. Ohne Jessica wird das ziemlich scheiße. Aber wenn wir eine Karte hiervon gekriegt haben, wird der Turm wahrscheinlich ziemlich groß sein. Oh, ein Golem, okay. Und ich kann nicht entkommen, nice. Uiuiui. Tschüss. Wieder nicht, okay. Ah, ja, nee. So. So. Weiter geht's. Oh, ein Slime. Schlürf. Das bringt nichts. Ich kann's nicht bewegen, selbst wenn ich mit aller Kraft schiebe. Okay. Entweder nach unten oder nach unten. Wir gehen nach unten. Kann man nicht irgendwie hier hoch? Noch nicht. Obwohl, warte. Wenn er es nicht schieben kann, vielleicht kann ich es verschieben. Oh. Nö, kein Bock auf euch. Nicht schlecht für einen Menschen, Mats. Ihr seid stark. Das müsst ihr auch sein, um diesen Turm zu erklimmen. So, wenn ich das verschieben kann, wohin? Wahrscheinlich erstmal noch gar nicht. Erst unten wahrscheinlich. Das sieht nach einem geheimen Eingang aus. Hier ist nichts, okay? Ach, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Grübel, Grübel, Grübel. Und ich kann nicht entkommen.
Tschüss. Nein! Come on. Boah, sind die nervig. Gott sei Dank. Mittelheilung. Zack, weiter geht's. Hier lang. Oh, was? Okay. Ich verstehe. Nee, dann machen wir es so erstmal. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich müssen wir dann... Huch. Ja, ja, ich sehe schon. Wir müssen hier irgendwas hinschieben. Das ist dann diese Statue. Ich habe jetzt keinen Bock aufs Kämpfen. Heilige Schutzaura. Perfekt. Und hier kann ich auch was hinschieben. Okay. Das wird sehr interessant. Und da ist ein Hebel. Was macht dieser Hebel? Wir müssen erstmal alles lernen. Okay. Kann ich das hier eventuell runterschieben? Ja, das kann ich. Gucken wir mal, wie die uns gäbe. Schaden, holy shit. Okay, eine ganze Runde überlebt. 70 Schaden, holy shit. Wow, Jengis stirbt noch. Jengis ist tot. Holy shit. Ja, wollten alle. Wir hatten was Persönliches gegen Jengis. Holy fuck. Dich. Zauber. Neue Chance. Jengis. Na, come on. Ich muss aufpassen. Jengis. Alter, die fokussen immer nur einen. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ja Bullshit jetzt. Oh mein Gott, du darfst nicht sterben. Jengis, komm jetzt hoch. Danke. Endlich. Immerhin lebst du noch. Never mind, der ist verdammt schnell. So. Jetzt darfst du nur nicht sterben. Jengis, Angelo heilt sich selbst.
Nice. Perfekt. Mittelheilung, Jenge. Jawohl. Oh, nice Dodge. Und down. 87, jetzt nicht so viel, wie ich erhofft habe, aber es ist okay. So. Wenn ich hier bin. Dann bin ich hier. Tolle Erkenntnis. Nein, ich muss jetzt auf die andere Seite wieder. Ah, warum kombinieren die Rätsel mit Kämpfen? Das ist ziemlich blöd. Da ist auch ein Mechanismus. Oder sieht zumindest nach einem aus. Wir schauen mal gleich. Wir verschieben das hier erstmal. Drei Jahre später. Ich will dich verschieben, Junge. Weil wenn man dich einmal unten hat, kriegt man dich ja nicht mehr wieder hoch, ne? Deswegen gucken wir mal, was passiert, wenn ich dich dahin bringe. Drei Jahre später. Upsala, falsche Richtung. Hast du gleich, hast du gleich. Sehr schön. Ja, wow. Strong Boy. Na? Und jetzt hier hin. Habe ich mir schon gedacht. Dass das so sein wird. All diese Scheiße. Jetzt. Ich muss ja nicht überlegen, was ich will. Ich will ja theoretisch ja nur hoch. Das heißt, das muss genau so sein. Genau. Okay, dann bricht die Scheiße wieder runter. Nein. Heilige Schutzaura. So. Das müssen wir wieder runterziehen. Und dann klettern wir hoch. Schieben, schieben. Na? Willst du das nicht schieben? Ist das dein Ernst? Dann ziehen wir eben. Ja, danke schön. Mann. Echt zeitfressend hier, weil es so langsam ist.
Na. So. Und dann runter damit. Jawohl. Und dann hier die Treppen runter. Aber nein, erstmal Golems. Tschüss. Nein, kein Tschüss. Okay. So, jetzt aber. Ich will erst eigentlich das nur zu Ende bringen, Mann. Come on. Und hier runter. Jetzt einfach dann hier hoch. Eigentlich war es ein ziemlich leichtes Rätsel, nur ich habe mich dumm angestellt, weil ich nicht realisiert habe, was die von mir wollten. So, man kann da die Treppe hoch und man kann hier nichts tun. Okay. Heilen erstmal, man weiß nie, was uns begegnen wird. Und weiter geht's. Bitte nicht mehr Rätsel. Es sind mehr Rätsel, okay. Ich kann hier die Wippe nach unten bringen. Und da anscheinend. Ich muss jetzt mal gucken, wohin ich hin muss. So, die Abkürzung können wir gleich erstmal machen. Vorerst. Da kann man auch hin. Das heißt. Ich weiß nicht, ne, hier nach oben müssen wir nicht. Da ist eine Leiter. Ich verstehe. Wir gehen erstmal hier lang, weil wir keine andere Wahl haben. Dann müssen wir diese. Das müssen wir unten lassen und. Oder? Mal gucken. Wir laufen erstmal. Und gucken. Ah, scheiße. So. Da. Theoretisch müssen wir da hoch. Das heißt, wir brauchen eine Statue, die hier uns festhält. Was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird erstmal. Das heißt, wir bringen diese Statue erstmal nach unten. Na, lass doch los, Junge. Ich will mich einfach nur neu positionieren. So. Jawohl. Dann können wir schon mal hoch. Na, nicht dieses hoch, sondern das andere hoch. Und dann schauen wir erstmal, was es hier gibt. Ich kann hier die Treppe runter. Wahrscheinlich dann die Brücke öffnen. Da ist auch etwas. Was kann ich ab... Warte. Hier erstmal die Treppe runter, damit wir schon mal einen Shortcut haben. Bonk. Dann. Geht diese Brücke hier runter? Ja, die geht auch runter. Die baitet nur einen. So. Genau. Und da muss ich die wahrscheinlich zur anderen Seite bringen. Oder? Muss ich die zur anderen Seite bringen? Ich muss erstmal die andere Statue finden, die hier oben sein muss. Nein, ist sie nicht. Hier muss aber eine weitere Statue sein. Oder habe ich einfach nur übersehen? Da ist die Statue. Muss ich die jetzt nach oben bringen? Ich glaube schon, aber... Ne, ich kann die nur hier hochbringen. Okay. Okay. Und hoch die Ende Wochenende. So. Hä? Ach, ich muss es ziehen, okay. Genau. Und dann
da runterbringen. Und auf die andere Seite, glaube ich. Ja, auf die andere Seite dann, ja. Oder erstmal hier. Wir schauen mal. Erst die Ergebnisse abwarten, dann handeln. So. Runter mit dir. Dann runter mit uns. Nee, das muss jetzt so bleiben, never mind. Das ist einfach, da kann man ja nichts machen. Weil wenn ich das wieder runternehmen würde, wäre ich wieder am Startpunkt. Okay, wir lassen es erstmal so. Und gehen hier hoch. Und müssen eigentlich das Rätsel gelöst haben. Kriegen wir etwas als Belohnung, eine Kiste oder sowas ähnliches? Nö. Wie es scheint, nicht. Dann gehen wir nach oben. Let's go. Hallo, nicht runterfallen. Und wir sind anscheinend ganz oben. Nein, noch mehr Rätsel. Well, there's a surprise. Making good progress, I see. Oben. Oh, come on, Alter, das sieht. Oha. Wohin muss ich noch? Erstmal kurz den Überblick gewinnen. Hier kann ich was, hier kann ich was, hier kann ich was. So, ich kann da hoch, ich kann hier hoch und ich kann. Alter, ich kann überall hoch. Scheiß die Wand an. Nein, da kann ich nicht hoch. Wenn ich jetzt da. Alter, jetzt wird's schwer. Da hat sich jemand wohl Gedanken gemacht, wie man etwas schwer machen will. Gibt's hier ne, was? Ja. Da ist eine Kiste, die will ich auch gerne haben. Uiuiuiuiui. Oh, Gegner. Auf euch habe ich keinen Bock. Tschüss. So, wenn das schon mal hier eins ist. Warum auch immer. Dann kann ich das erstmal hier wegziehen. Genau. Und dann bin ich. Gehe ich erstmal hier lang. Und gehe dann erstmal da hoch. So. Ich habe das Rätsel schon gelöst. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich noch die Kiste haben. Das war jetzt viel zu einfach. Wenn das echt das Rätsel war. Ja, okay, jetzt dauert es ein wenig, weil ich die ganze Zeit wieder schieben muss und ziehen muss. Denn. Wir machen das erstmal mit der anderen Seite. Heieieiei. Aber warum kann man hier alles machen? Da fuck. Das frage ich mich halt echt. Weil. So, das schieben wir jetzt mal hier hin. Genau. Und dann gehen wir hier wieder runter. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Und das bringt uns rein gar nichts. Ich muss halt dahin. Also muss ich es da hinschieben, okay. Never mind, hab kurz den Überblick verloren gehabt. Nö. Tschüss. So.
Irgendwie muss ich dahin. Das heißt, ich muss die Wippe dann runterbringen. Und wie bringe ich diese Wippe runter? Da ist eine Statue, okay. Und diese Statue schieben wir mal schieben wir mal hier hin. Wupp. Oh, ich gehe mit runter. Nice. Praktisch. Jetzt sind wir schon mal hier. Und merken, dass die Kiste auf der anderen Seite ist. Nein, wir haben die Kiste. Nice. Ein Genesungsring. Was bringt der? Ein wunderbarer Ring, der nach und nach Leben wiederherstellt, während sich sein Träger bewegt. Ah, perfekt. Gut zu wissen, da brauchen wir nicht immer so viel MP zu verschwenden. So, das heißt aber, jetzt haben wir einen großen Fehler gemacht, weil ich... Mit wir meine ich ich. Denn... Das muss jetzt weg. Und das muss jetzt weit, weit, weit geschoben werden. Oder ne, müssen wir es verschieben? Nö. Wir nehmen einfach das hier. Und bringst sie da nach oben. Na, würdest du mal? Dann nicht. Ziehen. Denn wir wollen es wieder nach oben bringen und danach das wieder zum Kippen bringen. Ja, lass los, mein Sohn. Und whoop. Und whoop. Okay, war doch nicht so schwer wie gedacht. Einmal nur kurz den Überblick gewinnen und danach hat man das Rätsel schon gelöst. Oder? Habe ich das gerade wirklich an der falschen Stelle geschoben? Das ist zu weit oben, oder? Ich muss es eigentlich runterschieben. Also eine Ebene runter. Ich muss ja... Warte. Nein. Jetzt habe ich es, glaube ich. Weg mit euch. Oh, come on. Boah. Tschüss. So. Okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Nochmal. Ich muss jetzt auch das andere wahrscheinlich nochmal hochschieben. So, wo ist aber... Warte, erstmal Schutzaura. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. So, wo kann ich diese Statue jetzt hochbringen? Wahrscheinlich... Ne, hier geht's ja nicht hoch. Doch, hier geht's hoch. Okay, dann ziehen. Perfekt. Und jetzt kann ich das auch hier hinbringen. Wieso musst du das so langsam machen, ey? Da 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 da.
Wupp. So, und dann das einmal kippen. Erstmal ziehen natürlich. Genau, warum die auch immer eine Cutscene die ganze Zeit machen müssen. I don't know. Schieben. Schieben. So. Dann gehen wir einmal hoch. Bin ich hier richtig? Nein, natürlich nicht. Ich hätte gedacht, die Lösung ganz am Anfang gehabt. Aber ich war zu doof, um es zu realisieren. Nö. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Sind alle voll geheilt, bis auf Jengis, ja. Mittelheilung und jetzt. So, genau. Und dann ziehen wir das hier jetzt. Oh Gott. So viel Scheiße, ey. Das ist echt eine langsame Folge. Ziehen. Na? Ich wollte mich umdrehen, damit ich einen besseren Überblick habe. Schieben, schieben, schieben. Schieben, schieben. Wir haben's gleich. Jetzt. Genau. Und da nur noch die Statue dort entfernen und danach sind wir wieder oben. Hat uns ja nur 10 Minuten gekostet. Renn, Junge, renn. Wir haben's gleich. Verdammt nochmal, wie hoch ist der scheiß Turm? Na? Wieso nimmst du das nicht in die Hand? So. Genau. Und jetzt zur oberen Etage. So, nicht mehr zu kompliziert denken. Die Lösung ist immer simpel. Außer du baust Scheiße, dann wird sie kompliziert. Und zack, wir sind oben. Na, noch nicht ganz. Ein Golem versperrt uns noch einen Weg und tschüss. So. Aha. Er baut hier was. Großes. Toll. Wo ist der Boy? Da ist eine Karte. Die kann ich mir nicht ansehen. Toll. Wo ist er? Muss ich noch weiter nach oben? Nö, ich will nicht weiter. Ich will langsam zum Ende kommen. Wir haben heute echt viel Zeit verplempert, doch. Bin ich doof? Übersehe ich etwas? Wo ist der Boy? Der war definitiv hier oben irgendwo. Oder muss ich etwas betätigen? Ah ne, da ist eine Leiter. Und hoch mit dir. Gibt's hier irgendetwas?
Bis jetzt sehe ich nichts. Aber da sehe ich einen Boy. Und eine Kiste. Und aufschließen. Oh. Bitte sag mir, dass sie besser ist. 63 sieht schon mal sehr gut aus und die ist verdammt gut. Holla die Waldfee, ja. So ist sie. So. Mein alter Herr, ich bin gekommen. What? You made it? All the way to the top lake? Eh? If it's that easy, I've got more building to do. Can't have a novice like you get into the top. You're all right, young'un. I'm Rhydon. And what do you want with a sculptor like me, eh? You're looking for the Cran Spinels, ah. Those old gemstones, is it? They've been out of my family for donkey's years. I've never even laid eyes on them myself. This is what I heard like. One of my ancestors put them in a... Ooh! Ah! Ah! This damn bark always giving me trouble. Anyway, I heard one of my ancestors used them in a statue she carved. That's right. It was the pinnacle of her career, they say. Her best work. Wahrscheinlich die Statue in Neos. Where's the statue now? I can honestly say I don't know. You'll have to find it yourself, young'un. All I can tell you is the lady's name, if this whole block of mine isn't letting me down. Her name was Alexandra. Alexandra? That's about it, I'm afraid. Unless there's something else I can help you with. What? My son said I should pay him a visit once in a while? There's no time for that. Okay. If a novice like you can get to the top of my tower, I've got my hands full here. I'll just have to build it higher. The only way is up, as they say. Okay, Alexandra heißt die Dame. So. Teleportation zu Arcadia. Da ja der Himmel so frei ist, kann ich direkt teleportieren. Nice. Ich vermute aber stark, dass es die Statue Neos ist. Ja, wir speichern mal. Warte. Ups, oder? Weil wir haben ja schon heute einiges wieder, was ist einiges, bisschen was erreicht. Aber kleine Schritte müssen auch sein. Ja, ja. Speichernde. Ja. Ja, speichern. Nice. So. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter, ne?